Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und am letzten Spieltag haben wir ja einen Sieg zu Hause gefeiert gegen die Lakers. Die Furious Lakers, Furious Lakers. So, glaube ich, spricht man es richtig aus. Deswegen schauen wir mal, dass wir heute auswärts gegen Dimre auch wieder ein paar Punkte holen. Ich glaube mal, die schaffen wir. Wir haben Angriff und Verteidigung auf unserer Seite. Und unsere Gastgeber haben leider gar keine Vorteile auf ihrer Seite. Aber sie haben etwas, was wir diesmal nicht haben. Sie haben die Fans, die heimischen Fans im Rücken. Aber ich glaube, das wird ein Bombenspiel. Ich glaube, meine lieben Sportsfreunde, das wird ein Bombenspiel. Ich bin gut drauf. Ich habe heute einen guten Tag gehabt. Dieses Spiel nehme ich am Dienstagabend auf. Die letzten zwei habe ich am Dienstag in der Früh aufgenommen um 5 Uhr. Warum? Weil ich hätte einfach früher arbeiten fangen müssen. Und da ist mir die Zeit ausgegangen für das dritte Video. Deswegen mache ich es am Dienstag auf Nacht. So ist es. Real Talk beim HB. Das Leben ist hart in den Tiroler Bergen. Weil wenn man dann jetzt Wenn wir dann jetzt so wie jetzt noch schnell nach Schweden switchen muss. Na, Spaß ist. Willst du jetzt machen? Ich bin gut drauf. Ich möchte dich an meiner guten Laune nämlich teilhaben lassen. Wir spielen rechts außen. Und wenn ich jetzt dann noch kurz Eishockey spiele, jetzt zusammenkriege auf Nacht, nach der Arbeit. Ey, ich schwör's euch, ich habe heute absolut einen geilen Tag gehabt. Ich bin so stolz auf meine Schülerin. Die hat sich von 0 auf 100 gesteigert. Von 0 auf 100. Und da lacht das Vorlehrerherz. Wenn du das schaffst als Vorlehrer, dass sie eine Schülerin wirklich von einem Tag auf den anderen von 0 auf 100 steigert. Dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Und wenn dann die Schülerin aufs erste Mal mit Bravour die Prüfung besteht, die Führerscheinprüfung, dann bist du in dem Moment der Beste gewesen. Und somit bin ich auch der Beste, habe ein Assist gemacht. Zusammen mit dem Karl. Hervorragend. Das Spiel startet schon mal gut. Nicht lang quatschen, möchte ich nur was. Real Talk heute mit HB am Dienstagabend. Und somit ist der HB gleich am Bulli, aber leider nicht. Ich stehe. Kommt mir nichts erschüttern heute. Hoffen wir leider nicht. Macht nichts. 1-0 steht es aber trotzdem. Da, der Kali ist Platz 1. Hervorragend. Ich weiß, wahrscheinlich bin ich da übertrieben. Jetzt aber macht nichts. Ich hätte vielleicht das Red Bull nicht trinken sollen. So, wir schaffen es einfach nicht, zurückzukommen. Da sehen wir mal den Topstorger unserer Gastgeber von Timre. 11:10 noch zum Spülen. Jetzt spielt wie das Bulli, ich schnapp mir die Scheibe. Es kennt's nur voten. Es kennt's nur voten. Wo geht's als nächstes Sie? Schreibt's mir in Ihre Wunschteams eine. Unterstützt die Calgary Flames. Dass wir aufnehmen in Ihre Reihen. Oder Ingolstadt. Oder die Düsseldorfer können's auch unterstützen. Jeder Abonnent hat eine Stimme, bloß keine Teams, wo ich jemals eine Saison gemacht habe. Die nehme ich nämlich nicht. Ich möchte nämlich frisches Blut hier reinbringen in meinen Kanal. Teams, die was hier im deutschsprachigen Raum fast nie zu sehen sind oder gar nicht zum Sehen sind. So, jetzt hat.
Jawohl, schön gemacht. ...6-0-7, 1:1 steht. Macht keinen Abbruch für mich, mit meiner guten Laune. Wenn ich gute Laune habe, spiele ich meistens gut. Egal wie hart das ist. Ah, schön gemacht, Körpereinsatz. Fürs Team, so würde ich sagen. Das war schnell, das 5. Tor in dieser Season. Hervorragend. Das kennt's mir. Namen, die was ich versehentlich falsch aussprechen würde, sprich ich einfach nicht aus. So, HP am Bulli. Gewinn uns das Bulli, HP. Nein, leider nicht. Steht 2-1, 3 Minuten 40 nur auf der Uhr. Halt, da stehe ich einen Spieler von Team Reu. So, erstes Drittel ist gleich vorbei. Wir führen, das passt einmal gut. Wir führen ein gutes Spiel bis jetzt. Ein bisschen gemütlich, da jetzt mal sagen, aber es ist gut. Gemütlich, aber es ist gut. Schmeißen wir uns gleich wieder aufs Eis, meine lieben Sportsfreunde. Und natürlich Rinnen, die darf ich nicht vergessen. Meine lieben Sportsfreundinnen, wo seid ihr? Schreibt es mir mal einen Kommentar rein mit Hallo oder Daumen nach oben. Würde mich mal interessieren, wie viele Damen sie hier so ein Eishockeyspiel bei mir auf dem Kanal schauen. Meine Ladies, Wünsche auch von euch, gell, sind immer gefragt. Was würden wir Männer ohne unsere Ladies machen? Also hätte ich meine Frau nicht, die was mich unterstützt, könnte ich mein Hobby YouTube gar nicht machen. Habe ich schon mal erzählt, meine Frau ist die nämlich, die was die Livestream disponiert, wenn man das so nennen kann. Jetzt nicht, welches Spiel das gemacht wird, aber wann? Na, ja, hab ich ein bisschen zu weit hinten gewesen. 10:30. Steht 2:1. Spüren, mein Partner und dazu zu zwirbeln. Ich stoße ja ans Mikrofon. So, jetzt halt auf geht's. Komm schon. 8:20 noch. Wir liegen mit 2:1 vorne. So. Ich
Knapp, aber es ist gegangen, dass ich ihn nur da rettet habe und nein, leider nicht, leider nicht. So sagt er das. Hier ist halt einfach die Welt in Ordnung, wenn wir auf dem Eis stehen. Alle zusammen in einem Eisstadion. Das weiß man wieder, gell? Letzten zwei Spielminuten im zweiten Drittel. Wir haben die Scheibe ums Eis noch. Auf geht's, letztes gefährliches und entscheidendes Drittel. Mir Link hat ein Tor voraus, meine lieben Sportsfreunde. Ich bin aber noch gut übertreibe hier. Ich habe in meiner YouTube-Karriere 8 Projekte am Laufen gehabt. Es ist zwar scheiße stressig, aber ein geiler Stress. Merkt sich meine Worte, Kingdom Comes Deliveries kommt auf meinen Kanal. Das ist so ein hammergeiles Spiel. Wer halt auf Mittelalter so steht. Es kommt, ich weiß gerade noch nicht wann. So, das passt gut. 12 Minuten noch. Ey, ein Spiel, wo schießt nie. Ich weiß, in meinem Universum bist der Kapitän hier leider nicht. Ja, da hätte ich Spiel ein bisschen früher rum sein sollen, dann war das Ding wahrscheinlich reingegangen. 7 Minuten nur auf der Uhr. Gut, da hat es nur geklingelt. Keiner war zu Hause bei Malmö. Ja, abseits. 4-21 noch, meine lieben Sportsfreunde. 4-21 noch. So, letzten zwei Spielminuten im letzten Drittel. Auf geht's. Ich weiß, ich habe heute nicht so viel geleistet hier, aber dafür bin ich gut drauf. Dafür bin ich gut drauf und ein Tor, glaube ich, habe ich selber geschossen, oder? Von den zwei habe ich eins selber geschossen. Ja, mit dem Ding. Jonas und so irgendwie oder krass, oder?
30 nur. Lasst sie nicht vorbei, lasst sie nicht vorbei, Jungs. Jetzt werden sie lassen, jetzt werden sie lassen, jetzt wird es gefährlich. Aber wir haben noch gestoppt. Wir haben noch gestoppt, müssen wir zwar aussehen wegen Beinstellen. Da ist er, die Nummer 41. Deschenau, da die Song hast da. Deschenau, Deschenau hast da. Jetzt wird es gefährlich. Aber vier Hawks sind genauso so gefährlich als wir fünf Hawks. Ah! Karl! Karl, mach's! Sieben Sekunden! Sieben Sekunden müssen wir es überstehen, müssen wir es überstehen. 1-0 und wir gewinnen mit 2-1, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben jetzt gerade 5-2 wie im letzten. Aber es war ein bisschen ein gemütliches Spiel, da die sagen, war jetzt nicht so hammerhart, wie ich es eigentlich erwartet habe gegen Timray. 6-3 haben wir das letzte Mal verloren gegen sie. Aber nur weil ich im Tor gestanden bin. Ah, schauen wir mal. Aber es wird auch wieder andere Spiele gegen sie geben. Nächstes Spiel spielen wir links außen. Und jetzt mir überhaupt einen Star angekriegt. Sehe ich auf die Listen geschaut. Keine Ahnung. Einen Star haben wir mit einem Tor. Darf ich. Zumindest. Aber wir haben die Punkte. 77 Punkte haben wir. Der Chefcoach einmal was arbeiten. So, wir spulen nach vorne. Sechster Jänner. Das sind schon im Februar, März, es ist auf gleich einmal. Ich habe gerade überlegt, was ich tue. Ich bin schon mit den Gedanken ganz woanders gewesen. So, pass auf, der Karl ist auf Platz 1. Der HP bleibt auf der 8. Oder fällt auch auf die 8. 13, 13, 7. Okay, passt. 20 Punkte haben wir. Einen Karl werden wir nicht mehr holen. Unmöglich, aber macht nichts. Wir sind unter die Top 10. Bin ich schon zufrieden. Ich bin gleich einer der ältesten Spieler in den Kader. So, Malmö auf Platz 1 mit 77 Punkten, gefolgt von Djurgården, Hockey, Timre auf der 3, die bleiben auf der 3, für die verändert sich nichts. Faroe Lakers auf der 4, Luleå Hockey auf der 5, Brynäs auf der 6, Linköping auf der 7, Leksands auf der 8, Skeldafe auf der 9, Färjestadt auf der 10, Örebro auf der 11, dann Oskarhamn auf der 12 und Falunda auf der 13, Rögle mit letzten Platz. Die werden es auch nicht mehr so weit nach oben schaffen. 27 Punkten könnte sein, wenn es Gas geben, in der schlecht, gell. Aber schau es mal rein, beim nächsten Livestream, da spiele ich mit Röckle die Champions Hockey League. Schauen wir mal, wie weit das wir da mit einer kommen. Oder auch nicht. Aber das war es jetzt für diesen Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus BR-Team weiterkommt, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Ah, ja, ich bin schon so geil drauf. Alter, ich muss ins Bett. Bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!